Hallo und willkommen zurück zu New Beginning. Ja, wir hatten den Part zwar schon und ich hatte ihn auch schon hochgeladen, aber der hatte so dermaßen Tonprobleme, dass ich ihn nochmal für euch neu aufnehme. Das kann sein, dass dieser Part deutlich kürzer wird als der alte Part. Das liegt aber daran, dass ich jetzt weiß, was zu tun ist. Aber der Part soll ja quasi nur den anderen ersetzen. Dementsprechend, ja, würde ich sagen, fangen wir mal an. Wir werden trotz allem mal alles ansehen, alles mal durchsprechen, obwohl wir das jetzt so gesehen schon kennen. Aber für Leute, die sich später die Let's Plays anschauen, ist es dann halt doof, wenn der ganze Text fehlt. Die Zeitkapsel scheint so gut wie startklar zu sein. Lass dir was einfallen, Faye. Delvin, wir müssen zu dieser Konferenz. Ihr macht einen Fehler. Faye, ich muss nachdenken. Ist dir eigentlich klar, was du da tust? Delvin! Hey, lass die Kassette bitte liegen. Aber... Befolge nur einmal die Befehle von Salvador. Ist dir eigentlich klar, was... Delvin! Delvin arbeitet an dem Laser. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Die lassen die ganze Ausrüstung einfach hier. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. So, dann machen wir jetzt mal den berühmten Tausch. Ich kann jetzt nicht einfach Salvador und... Ich kann irgendwie gerade nicht aufs Menü zugreifen. Ah, jetzt geht's. Hat ein bisschen gehakelt. Als keiner hinsah, habe ich die Videokassetten vertauscht und gewartet. So, alles bereit. Zeitsprung initiiert. Pulse auf maximaler Stufe. Zielkoordinaten sind eingeloggt. Quantensignatur des Videos. Etwas stimmt nicht. Mein Gott! Zeitsprung abbrechen! Zu spät! Die Zeitdrift wird uns auseinanderreißen, wenn ich nicht sofort nachjustiere. Faye, ich bring dich um! Du hast die Videos ausgetauscht, richtig? Faye, steig zu Salvador in die Kapsel. Ich werde retten, was noch zu retten ist. Okay, Delvin, Ruhe bewahren. Das Ziel ist nicht mehr das Kraftwerk, sondern die Konferenz. Eine Woche früher, am 21. März. Nein, halt, am 20. Und das Jahr, das Jahr! Mein Gott! Was hatte Salvador gesagt? Ich hoffe, das war richtig. Der zweite Zeitsprung war anders als der erste. Die Schmerzen waren unerträglich. Aber hier bin ich nun. Mit deiner Hilfe können wir der Menschheit vielleicht eine zweite Chance geben. War das Barneys Idee? Ich will ja kein Spielverderber sein, aber ich bin gerade... Ich mach keinen Spaß, Svensson. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Raus. Verschwinden Sie. Hast du mir nicht zugehört? Ohne deine Hilfe kann ich nicht... Oh doch, ich habe sehr wohl zugehört. Ich habe alles verstanden und ich habe die Worte im Kopf bewegt. Und ich will, dass Sie gottverdammt nochmal verschwinden! Drücken ist nicht, Alter. Das tat weh. Kapitel 3. Raus erwachen. So, der ist fest verschnürt. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Jetzt wird er wohl kaum noch kooperieren. Auch nicht weniger als vorher.
Was sind das nur für Leute? So eine Art Öko-Terroristen? Und wo bin ich hier? Ja, und da sind wir gefesselt. Jetzt müssen wir uns natürlich erstmal irgendwie lösen. So, und jetzt? Ja, man weiß ja, was zu tun ist. Mein Kreuz. Alter Mann, hin oder her, es steckt doch noch Leben in diesen alten Knochen. Ihr werdet schon sehen. Ja, jetzt müssen wir nur noch wieder rauskommen. Fließendes warmes Wasser. Wenigstens ihre Rohre sind zivilisiert. Klar. Ein brüchiges und völlig verkalktes Waschbecken. So viel Normalität ist Balsam auf meiner Seele. Ich kann da unten einen Fjord sehen. Gott sei Dank. Wir sind immer noch in Norwegen. Der Himmel kann ruhig verpestet werden, solange es zu Hause nicht stinkt. Der Himmel kann... Ah ja, hier steht's auch schon. Achtung, leicht entflammbar. Bei feuerschwarzen Rauch unter keinen Umständen einatmen. Lebensgefahr. So. Fehlt nur noch der passende Plan. Ein Brecheisen und ein Schraubenzieher wären schöner. Aber man kann sich sein Werkzeug nicht immer aussuchen. Nur Lissa war dagegen. Sie meinte, es war schon schwer genug, den Männern beizubringen, den Sitz danach wieder runterzuklappen. Zum Glück habe ich eine starke Blase. Die Spülung könnte mich verraten. Mein Rücken würde es mir danken, aber je früher ich hier raus bin, desto besser. Die ist zu. Sie haben sie abgeschlossen. Es war wohl zu erwarten, dass die Fesseln nicht lange halten würden. Ich kann nichts hören. Der Rotor ist zu laut. Ich kann nichts hören. Der Rotor ist zu laut. Besser nicht. Ich will nichts kaputt machen. Das muss ich erst mal überlegen. Na, tatsächlich, das eine oder andere weiß ich hier doch nicht mehr so ganz. Na, da haben wir noch was. Ein Metallkamm. So ein Quark. Ich bin doch nicht Meschugge. Das ist doch Blödsinn. Wie wäre das nochmal? Da ist noch eine Schraube. Verdammt nochmal. Er passt, aber ich rutsche immer wieder ab. Quatsch mit Soße. Larifari. Heckmeck. Er ist etwas morsch in der Mitte, so, aber sonst so in gutem Zustand. So wäre das gewesen. Das wird nichts. Der Kamm hat das falsche Format für den Schraubenkopf. Der einzige Weg, die beiden wieder zusammenzubekommen, ist so. Stimmt, so war das gewesen. Was für ein blödsinniger Plan. Aber er funktioniert. Die Schrauben haben es oben gehalten. Ich kann da unten einen Fjord sehen. Gott sei Dank. Ich wollte eigentlich das Kabel haben.
hoffen wir mal das Beste und dass der Boden kein Feuer fängt. Meshuggah. Vielleicht sollte ich den Verpackungstext noch einmal durchlesen, bevor ich meine Hand absprenge. Ich kann da unten, Gott sei Dank. Besser nicht. Ich will nichts kaputt machen. So, und jetzt raus hier. So, hier auf den Helikopter haben wir ein bisschen mehr zu tun. So versperrt sie den Weg ins Cockpit. Was für eine blödsinnige Konstruktion. Die Kammer des Schreckens. Die Kammer des... Das ist dieser Rowdy mit dem Holzscheit. Solche Freunde hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Er mag ein brutaler Schläger sein, aber er hat auch seine guten Seiten. Er sorgt zum Beispiel dafür, dass wir nicht abstürzen. Hallo, Sie. Ich bin frei. Wie ich es mir dachte, er hört nichts. Ich lasse Sie lieber drin. Wer weiß, was Sie sonst noch alles steuern. Ach nö, wie soll denn das mit uns klappen, wenn du immer wieder so einen Mist baust? Ständig enttäuschst du mich, das ist doch keine Beziehung. Was auch immer das sein soll, es ist mit dem Cockpit verbunden. Ja, jetzt wissen wir schon mal, wie wir ein bisschen Unfug machen können. Schwedische Krimis. Schwedische... Die meisten kenne ich schon. Ein Album mit der Aufschrift Meine allerersten Fotos, eine Enzyklopädie über Comics und ein Karriereplaner Blitzreporter in 3 Tagen. Hinter den Büchern schaut ein Kabel hervor. Ein Album, eine Enzyklopädie und ein Kabel hinter den Büchern... Ach, ich wollte eigentlich so wegräumen. Dieses Kabel hier. Ich räume die Bücher mal beiseite. Das funktioniert manchmal nicht ganz so einfach mit der Steuerung, aber das hatte ich ja schon öfters erwähnt. So viel Action hatte ich schon seit Jahren nicht mehr. Auf der Leitung wird so schnell nicht mehr gesendet. Jedenfalls nicht aus dem Cockpit. Moment mal. Was ist denn das? Da hat sich irgendein komisches Plastiknetz in den Kopfhörern verfangen. Ich nehme es mal mit. Das ist nicht mein Metier. Oh, die Seiten waren gar nicht lose. Sah nur so aus. Nachschlagewerke zu Journalismus, Politik, UFO-Forschung und Jules Verne. Daneben, wie schreibe ich einen Roman? Und Wörterbücher. Norwegisch-Japanisch, Norwegisch-Chinesisch und Norwegisch-Koreanisch. Was man nicht alles vorhat im Leben. Damit hätte ich anfangen müssen, als ich 14 war, als ich noch Platz hatte in meinem Kopf. Das überlasse ich den Leuten, die von dieser Art von Literatur etwas verstehen. Dr. Angus zum Beispiel. Diese neumodischen Stöpsel wird schon keiner vermissen. Nun gut, wir sind auf Aufnahme. Du liegst den ganzen Tag faul in der Sonne und wenn man dich mal braucht, dann stotterst du nur rum. Ja, musst gar nicht so blöde gucken, Ursula von Unschuldanien. Zieht nicht mehr. Jetzt bist du sprachlos, was? Du alte Schachtel hast hier eh nichts mehr zu melden. Reizend. Die Nachwelt wird sich freuen. So, und das können wir natürlich auch verwenden. Noch mehr Aftershave und die Seiten lösen sich komplett auf. Mal sehen. Müsste halten.
Oh je. Hoffentlich geht das gut. Zum Glück zieht der Qualm sofort nach draußen. Ich wäre ja an ihrer Stelle direkt nach vorne gegangen, um Bescheid zu sagen, hier raucht, hier qualmt es irgendwie. Huch. Einen Raum weiter kann ich eine Funkstation erkennen. Wenn diese Fay hier nicht wäre, könnte ich versuchen, um Hilfe zu rufen. So, die Verbindung steht. Ups. Das könnte tatsächlich funktionieren. Dann sorgen wir mal für etwas Stimmung. Du liegst den ganzen Tag faul in der Sonne und wenn man dich mal braucht, dann stotterst du nur rum. Ja, musst gar nicht so blöde gucken. Ursula von Unschuldanien. Zieht nicht mehr. Ursula? Du alte Schachtel hast hier eh nichts mehr zu melden. Was fällt dir ein? Du kennst mich doch kaum. Ich mache so viel und ich kümmere mich um alles. Und du guckst immer nur zu. Was ist? Was machst du hier? Ich hab doch gar nichts gesagt. Du bist wie ein kleines Kind. Entschuldige dich gefälligst. Entschuldigung? Wofür? Für das, was ich gesagt habe. Und was hast du gesagt? Nichts. Na, da habe ich ja was angerichtet. Ja, tierreich würde ich mal sagen. Der Hase, der da zu sehen war, der erinnert auch an ein ganz bestimmtes Spielchen, auch von Daedalic. Harveys neue Augen, ein ausrangierter Wissenschaftler gegen Bonnie und Clyde. Na, das kann ja heiter werden. Ich verstehe vielleicht nicht viel von euch und eurer Zeit, aber das habe ich nicht verdient. Also hör auf, von dem Thema abzulenken und sag mir, was das sollte. Fay! Die Tür! Was... Bent? Sieht so aus, als hätte sich das Blatt gewendet. Bent, lass mich raus. Ich zweifle nicht daran, dass Sie ein nobles Ziel verfolgen. Aber der Zweck heiligt nun einmal nicht die Mittel. Es tut mir leid, Bent. Ich wollte keine Gewalt. Das war Oggis Idee. Aber leider wärst du ohne ihn jetzt nicht hier. Und es hängt viel davon ab, dass du jetzt hier bist. Ich habe genug von Ihren Lügengeschichten. Bent, Milliarden werden sterben. Nur du kannst etwas daran ändern. Unfug. Ein einzelner Mensch soll für die Zukunft der ganzen Menschheit verantwortlich sein? Jeder Einzelne und du besonders, bitte. Lass mich dir zu Ende erzählen. Der Rest spielt auch nicht mehr in der Zukunft, sondern hier in Norwegen. Vielleicht fällt es dir da leichter, mir zu glauben. Ich würde ja gerne daran glauben, dass meine Alge eines Tages die Welt antreibt. Aber in ihre Hände werde ich sie garantiert nicht mehr geben. Sie haben mein Vertrauen verspielt. Aber was soll dann mit ihr geschehen? Ich bin die Einzige, die noch an deine Arbeit glaubt. Nicht einmal du tust es noch. Es reicht. Der Spaß hat ein Ende. Fay, pass mal auf, ich helfe dir. Warte. 1, 2, 3. Und... Wir hätten das wie erwachsene Menschen klären können, aber sie lassen mir keine andere Wahl. Ich werde ihnen niemals... Ich sag's dir, der alte Zyniker, der macht's nicht mehr lang. Er hat recht, der alte Zyniker macht's nicht mehr lang. Zeit für Plan B. Gute Idee. So, und jetzt lassen Sie mich bitte in Ruhe. Wie kann man nur so stur sein? Wie bitte? Wie kannst du deine Verantwortung nur so mit Füßen treten? Hören Sie mal zu. Ich habe mein ganzes Leben dafür gekämpft, dass die Welt, die Sie beschreiben, niemals möglich wird. Ich war so sehr von der Zukunft besessen, dass ich sogar meine Familie dafür geopfert habe. Und dann, auf einmal, eines Tages, steht diese Frau vor meiner Tür und hält mir vor, ich würde meine Verantwortung mit Füßen treten. Das wusste ich nicht. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Herrgott. Und da ich sie hier nicht bekomme, werde ich nun die Behörden alarmieren. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Ja, da haben wir doch einmal das Ziel erreicht, würde ich mal behaupten. Allzu gut scheint die WG ja nicht zu funktionieren. Seltsam. Ich kenne die Strecke. Wir sind jetzt direkt über Trondheim. Wo bringen Sie mich nur hin?
Es wird mir schon keiner reingucken. Und überhaupt, da hinten wird es noch dunkel genug. Dicht wie Dosendorsch. Endlich ein vernünftiges Gesicht. Nein, das geht so nicht. Nicht für mich jedenfalls. Er soll gefälligst seinen eigenen Ausbruch planen. Ich habe schon alle Hände voll zu tun mit meinem. Hat man dich auch wegen deiner Forschung entführt? Diese Verrückten. Hat man dich auch wegen deiner... Diese Verrückten. Auf jeden Fall schön, dass sie diese kleinen Anspielungen machen. Früher habe ich das Zeug literweise getrunken. Nach meinem Zusammenbruch war es dann das Erste, was mir Dr. Angust verboten hat. Und nach meiner Flucht wird das Erste sein, was ich wieder anfange. Verdammt, sie ist zu schwer. Früher habe ich das nach meinem Zusammenbruch und nach meiner Flucht. Das muss warten, bis ich hier raus bin. Allzu gut scheint die WG ja nicht zu funktionieren. Machen wir mal hier die Zettel. Noch mehr von diesen Zetteln. Der Helikopter ist voll davon. Noch mit der Helikopter. Na, irgendwie hier ist die Steuerung ein bisschen hakelig. Frage an IOEC. Ist Emilio Indes ein Gauner? Frage an Demonstranten. Hilft er nicht der dritten Welt? Darunter Kapitel 1. Showdown in Oslo. Fay vs. Indes Industries. Clash. Ich muss das nicht verstehen, oder? Hallo? Mayday! Mayday! Ich werde entführt! Ist da jemand? Hallo? Ich kann dich hören. Wer ist denn da? Mein Name ist Ben Svensson. Ich werde von Verrückten festgehalten. Svensson? Ja. Ich bin an Bord eines Helikopters. Keine Ahnung, was die vorhaben. Sie kamen einfach in mein Haus, haben mir irgendwelche Märchen erzählt. Und dann haben sie mich ausgenockt. Ich werde entführt, verdammt! Hören Sie! Hallo, sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da. Schalt den Monitor ein. Was? Siehst du das, Svensson? Siehst du das? Es sind keine Lügengeschichten. Es ist alles real. Nein. Sieh es dir gut an, Ben. Das hier ist eure Zukunft. Nein, ihr Heuchler, Schwindler! Verfluchte Bande, ich werde euch... Ja, so habe ich auch geguckt. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich dir die Geschichte zu Ende erzähle. Oh, lass mich bitte anfangen. Nichts für ungut, aber deine Version klingt immer so trocken. Ich darf mich vorstellen? Mein Name ist Leif Orgasund. Aber meine Freunde nennen mich Orgi. Ich bin freischaffender Journalist. Ich arbeitete an meiner Vorortreportage über die Demonstration vor der Zentrale der Energieaufsichtsbehörde. Ich saß gleich dort vorne am Schnittplatz, als es passierte. Hm? Ist da jemand? Wir sind da. Kapitel 4, die Konferenz. Sie hat es tatsächlich geschafft. Funker Fay hat den Phoenix-Plan sabotiert. Boah, ist mir schlecht. Reiß dich zusammen. Was? Was machen die Menschen da? Sag du es mir. Du bist doch die Spezialistin. Sieht so aus, als ob sie auch wegen der Konferenz hier sind.
Sie werden nichts erreichen, wenn sie nur rumstehen und ihre Plakate schwenken. Deswegen sind wir doch erst in diese Zeit zurückgesprungen. Weil die Menschen nur geredet und nicht gehandelt haben. Das ist nicht fair, Salvador. Sie wissen nicht, was wir wissen. Dass ihnen nur noch eine Woche bleibt bis zu dem Unfall im Indes-Kraftwerk. Und was die Folgen sein werden. Wenn ich es nur irgendwie schaffen könnte, auf die Konferenz zu kommen und sie überzeugen könnte, das Kraftwerk abzuschalten. Glaubst du wirklich, dass sie dir überhaupt zuhören werden? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Dann hoffe ich, dass du mit Druck umgehen kannst. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Oh je. Jo, und da sind wir genau da angekommen, wo die Aufnahme zuvor war. Naja, gar nicht so viel kürzer geworden und... Dann sag ich mal, danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, es freut euch, dass ich den Part für euch nochmal neu gemacht habe, weil der war echt schlimm gewesen. War irgendwie minutenlang, war nur gekrächzte. Naja, jetzt habt ihr den Part im vernünftigen Zustand. Bis denn!